Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und ja, ihr ahnt es, ich bin noch bei der Fotokina, auf der Fotokina und neben mir sitzt die Nina Schnitzenbaumer. Genau. So, die Nina kennt ihr wahrscheinlich schon, einige vielleicht noch nicht, dann auf jeden Fall ergoogeln. Ich werde Nina jetzt wieder ein paar fiese Fragen stellen, das wird sie mir auch verzeihen, da wir ja schon länger in Kontakt sind und sie schon viele fiese Aufgaben bekommen hat, viele fiese Fragen von mir bekommen hat. Aber jetzt kriegt es halt jeder mit, Nina, ne? Pass auf, ich muss ablesen, weil die sind so fies. Und das Geile ist ja, Leute, die ganzen Leute, die ich interviewe, die wissen die Fragen ja noch nicht. Und die wissen auch nicht, was andere gesagt haben. Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen, aber der Felix Rachor, der hat richtig geil geantwortet. Ich bin gespannt. Okay, pass auf, die erste Frage. Elevator Pitch. Streff dich für 30 bis 50 Sekunden im Aufzug. Und sag mal, wer bist du, was machst denn du? Du hast jetzt 40 Sekunden Zeit etwa, einen Elevator-Pitch durchzuführen. Das heißt, sagen, was du machst, wie cool du bist oder was du anbietest oder wie auch immer. Fertig? Let's go. Ich bin selbstständige Fotografin und Trainerin für emotionale Porträts, arbeite hauptsächlich mit natürlichem Licht und Dauerlicht und gebe auch deutschlandweit und in der Schweiz und Österreich, also wirklich im deutschsprachigen Raum, Workshops und Kurse, Einzelcoachings mit eigenem Store, eigenen Videotrainings, Social Media Trainings. Ja, und bin gerade dabei, sogar mein eigenes Buch zu schreiben. Wow, also was meint ihr Jungs? Felix getoppt, oder? Es war schon, ja Felix, falls du das Video siehst, das flutschte. Ja, er kommt auch aus meiner Schule. Ne? Muss es ja, aber ich habe noch ein paar andere fiese Fragen und zwar, gute Fragen. Und zwar, bei deiner Arbeitsweise, was oder wie arbeitest du anders als andere Fotografen? Also wo würdest du sagen, das erlebst du immer wieder, dass du das da einen anderen Weg gehst, vielleicht eine Arbeitsweise, eine Einstellung? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da hast du schon festgestellt, da bist du ein bisschen anders wie so die Kollegen? Also auf jeden Fall mit der Einstellung, weniger ist mehr. Also finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich die kleinsten Locations habe, die total unscheinbar am Straßenrand sind, wo man wirklich zwischen zwei Autos steht und sich denkt, hier jetzt ein schönes, sinnliches Bild machen. Das ist wirklich so ein Technik-Ding. Also ich bin wirklich weg von der Technik und hin zum Sehen. Also das ist mir sehr wichtig. Cool, also Leute, manchmal sind sie ganz unscheinbaren Plätze, wo man viel rausholen kann. Folgt einfach auf Ninas Seite, ne? Sie postet immer wieder Making-ofs und da waren schon oft Dinger dabei, wo ich gedacht habe, wie, das hast du da gemacht? So, was haben wir noch hier? Genau, Achtung. Jetzt darfst du protzen, nee, jetzt musst du protzen. Was war dein bisher größter beruflicher Erfolg? Ich würde sagen, dass der bisher größte berufliche Erfolg die Einführung von meinem Store war. Also die Einführung von Produkten zusätzlich zu den Dienstleistungen, die ich anbiete, die Einführung von Produkten in meinem eigenen Store, wo ich super stolz drauf bin. Und das war wirklich so mein Baby, wo ich wirklich dieses Jahr wirklich auch dran gesessen habe. Ja. Was hast du in deinem Store bis jetzt alles drin? Was ist da Videotrainings oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also momentan in meinem eigenen Store die Workshops, die liefen vorher über externe Anbieter. Die laufen jetzt über meinen komplett eigenen Store. Und die Videotrainings, da habe ich quasi meine Bearbeitung aufgezeichnet. Wo man ein Einsteigervideo hat und ein fortgeschrittenes Video, wo man komplett meinen Workflow von meiner Bildbearbeitung sieht. Übrigens gibt es auch bei der Nina etwas in meinem Store. Das ist jetzt kein Witz. Da gibt es ihre komplette fotografische Arbeitsweise. Das ist ein richtig geiles Videotraining. Also schaut gerne auch mal in meinem Store vorbei, aber auch bei ihr. So. Was sind deine Tipps für die Leute da draußen gesehen zu werden? Du hast ja jetzt wie viele Fans? 65.000 knapp. 65.000 Fans auf Facebook. Weißt du noch, wo du vor 2 Jahren standest auf der Fotokina? Weiß ich noch ganz genau, weil da habe ich mir nämlich das Ziel gesetzt, bei der diesjährigen Fotokina zumindest über 50 zu haben. Da hatte ich 12. Also 12.000. Von 12.000 auf 65.000 und jeden Tag, ich glaube, 150 neue dazu. Ne? Also hau doch mal so ein paar Tipps raus, wo du sagen würdest, Leute, macht das, dann werdet ihr mehr gesehen. Das allerwichtigste Persönlichkeit. Also das kann ich immer wieder sagen, natürlich zum Content, klar, dass man auf jeden Fall die Arbeiten, dass sie auf jeden Fall ankommen, das ist Grundlage, aber Persönlichkeit ist das A und O. Also wodurch soll man sich in der heutigen Zeit unterscheiden? Man kann das ganze Angebot im Internet finden, man ist super vergleichbar, aber die Persönlichkeit gibt es halt nur einmal. Okay. Und also das ist auf jeden Fall der erste super Tipp, dann auf jeden Fall Regelmäßigkeit in Social Media. Dass man nicht nur alle 3-4 Tage mal postet, sondern wirklich jeden Tag und besser auch nicht nur einmal, sondern 2-3 Mal.
und dass man auf jeden Fall der Community, also ich sage jetzt schon Community, man sollte es als Community sehen. Ja. Nicht so als Präsentationsfläche wie jetzt eine Portfolio-Seite auf der Website, sondern wirklich wie eine Community, den Leuten auch antworten, Fragen stellen, vielleicht einen kleinen Mehrwert für die Leute bieten, dass die Leute auch Interesse haben, mehr über die Person zu erfahren, die dahinter steckt und auch was von der Seite haben, einen Mehrwert haben. Super, also jetzt für euch bitte mal reflektieren, ob ihr genau das macht mit eurer Seite und ansonsten vielleicht hier und da was optimieren. So, das war's von der Fotokina, von Nina. Google nach ihr, du bist eigentlich überall zu finden. Ne? Instagram, Facebook, Store, Workshops, überall. Also, vielen Dank für deine Zeit und Leute, wir sehen uns. Bis dann.